Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Factorio. So, das Modpack hat gestartet und ich muss kurz was sagen, ja, die erste Folge ist vor nicht einmal 5 Stunden online gegangen. Ja, wir haben es jetzt gerade Donnerstagnachmittag um Viertel vor 5. Und es haben sich so viele Leute das schon reingezogen. Es gab so mega viele Kommentare und vielen, vielen Dank dafür. Ja, das muss ich einfach mal sagen. Das war übrigens auch ein Kommentar, dass hier noch ein Knickarm mehr hin soll, weil vollkommen richtig, die brauchen mehr Input, sonst laufen die nicht so, wie sie sollen. Ich bräuchte sowieso mal schnellere Knickis. Ja, was machen wir die Folge? Ich habe noch keinen Plan. Ich wollte auf jeden Fall die Forschung schon mal anwerfen irgendwie. Ich habe vorhin mal so ein bisschen hier durchgeguckt und mir sind so ein paar coole Sachen aufgefallen. Ich glaube, das habe ich auch noch nicht gezeigt. Ja, dieses mega krasse Forschungsfeld. Und weißt du, was ich gesehen habe? Ja, guckt euch das hier mal an. Geschwindigkeitsmodule. Und guckt euch das mal an. Geschwindigkeitsmodul 8. Leute. Energieverbrauch plus 80, Herstellungsschere 160%. Das wird so heftig krass. Und was wir noch haben, ja. wo ist es? Hier. Power Armor 5, ja, Power Armor 5, leck mich am Arsch, Power Armor 5, ja, Gitternet 16x16, so geil, also hier wird so viel passieren, das wird so der Hammermäßig, das wird so krass, ich werde so ausflippen hier, ah, das ist so cool und es gibt einfach so viele Sachen, ja, alleine, was es an Forschungsmitteln gibt, ja, wie viele Fläschchen und all so ein Scheiß. Ich weiß gar nicht, wo ich hier anfangen soll. Ich würde erstmal die Standardforschung machen, ja, Automatisierung. Dann haben wir schon mal Montagemaschine, lange Greifarme. Da hat auch jemand geschrieben, dass ich hier lange Greifarme und mit Fließbändern was basteln soll. Ich glaube, es funktioniert nicht so richtig, weil die nehmen hier doch schon ein bisschen random das Zeug raus. Ja, jeder mal so, wie er Bock hat, mal blau, mal weiß, mal grün, mal schwarz, ja, wie es gerade passt am besten. Deswegen ist das, glaube ich, nicht ganz so cool. Ich weiß nicht so recht. Also wir müssen auf jeden Fall mal hier so ein paar Fläschchen bauen. Die kosten, Kupfer und Holz auch neuerdings. Okay, das ist gut zu wissen. Und dann habe ich gesehen, man kann ja hier das Crushed Stone zu Stein machen, ne? Und aus dem Stein kann ich dann wiederum anderen Krempel basteln, ne? Ja, so in etwa ist der Plan. Ich will aber auf jeden Fall schon mal mit der Forschung beginnen. Und eventuell noch ein zweites Forschungslabor, oder? Na komm, wir bauen direkt zwei. Wir brauchen jetzt übrigens für sehr, sehr viele Sachen brauchen wir Holz, weil diese Basic Circle Boards Holz brauchen, ja. Also wir werden viel mit Holz machen müssen. Deswegen müssen wir uns da mal ein bisschen was organisieren wieder. Das wird natürlich auch spannend, ja, mit dem Holz, weil das können wir ja nur entweder per Hand oder per Roboter abbauen. Und wenn wir dann so eine Fabrik mit den Basic Circle Boards machen, da immer Holz hinzukarren, wird auch spannend. Da weiß ich auch noch nicht, wie das geht. Ich habe mal gehört, es gibt so einen Tree Farm Mod oder sowas. Aber ich weiß nicht, ob ich den habe. Keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe keinen Plan. Ich habe echt gar keinen Plan. Und ich bin so ein bisschen überfordert hier mit dem ganzen Werk. Aber wir werden das hinkriegen. Zusammen mit euch schaffe ich das auf jeden Fall. Ich bin da guter Dinge. So, ich muss noch ein paar Fläschchen mehr bauen. So, das hier läuft aber auf jeden Fall schon mal. Einigermaßen. Wobei wir eigentlich immer noch... Wir können eigentlich noch locker hier einen mit dabei bauen jedes Mal, oder? Ich brauche mal Kohle. Ich glaube, wir haben keinen Strom, oder? Ja. Wir haben keinen Strom. Wir brauchen noch eine Dampfmaschine. Okay. So, dann machen wir hier jeweils noch einen Ofen hin, würde ich sagen. Dann macht der auch noch ein bisschen Zeugs. So, was bauen wir denn gerade hier? So, und dann, warte, ich hatte noch was gesehen bei der Forschung. Hier, das hier war das, dieses Upgrade hier. Da gibt es nämlich eine Ore-Sorting
Facility, ja, also das, ich kann es nicht so ganz, sort refined war ores into smeltable ores. Also, da wird wohl aus, oder warte mal, ist das hier? Ach ne, das ist Rubik's. Ja, okay. Robüt. Ah, okay. Ja. Ich bin übrigens mal gespannt, wann die ersten Aliens hier auftauchen, ja. Die sind ja auch schon ein bisschen überfällig, würde ich mal behaupten. Aber wobei. Nee, noch nicht so ganz. Wir haben eine Dings von 3,4%. Wo ich mich frage, wenn das bei 100 sind, dann sind die komplett. Ah, hier kann ich es noch aus. Es ist 15.30 Uhr. Helligkeit 100%. Ah ja, okay. Ey, das ist ja cool. Da sehe ich, wie spät es ist. Geil. Das bleibt so. Das nehme ich. Ist gekauft. So, wir machen das mal hier. Wir pimpen das mal hier so ein bisschen mit der Hand, ja. Einfach, weil es geht. So, dann kommen hier noch zwei Labore hin. Jetzt habe ich nur kein Fläschchen dafür, ne? Verdammt. Verdammt. Also mit der Hand craften dauert schon echt lange. Was ist das denn hier? Elektromagnetenkern. Ach du Scheiße. Was ist denn ein Elektromagnetenkern? Ah, den brauche ich dafür. Elektromagnetenspule. Ah, vier Kupferdon. Ah. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Na, das kann ja was geben, Freunde. Das kann ja was geben. Es wird verdammt spannend, ja. So, dann forschen wir mal die Kiste hier ganz schnell fertig. Dann müssen wir uns mal überlegen, was wir als nächstes forschen. Ich würde da schon diese Sortiergeschichte forschen wollen, ja. Also das, nee, war das? Nee, das hier war das. Das, was ist das hier dann? Long Inserter. Ja, okay. Ah, okay. Ich verstehe nicht, aber ich sag einfach okay. Weil dann hört es sich so an, als ob ich Plan hätte. Ja, versteht ihr? So, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal die Montagemaschinen, die hier sind, wo wir uns direkt mal welche von basteln werden, weil wir die brauchen. Und elektrische Förderer brauchen. Warte mal, ich hatte doch. Ach nee, der kommt noch, der kommt noch. Okay. So, schön alles hier rein. Eisen. Eisen. Ich brauche noch einen Knickarm, aber die kommen gleich erst. Ich habe nur eingebaut, was? Machen wir mal noch ein paar. Ah, wo renne ich denn hin? Ich wollte eigentlich nur Kupfer holen, aber Kupfer ist ja hier. Sieht das hier? Da muss auch noch was rein. Okay. Dann machen wir hier noch Fläschchen rein. Ja, ich würde gern Strom anbauen, aber gerade ist irgendwie schlecht, ja. Weil durch die Forschung kackt der Strom sowieso voll ab. Da ist es. So ist das schön. Jetzt müssten wir eigentlich wieder voll drinne sein, jawohl. Voll, sehr schön. Sehr, sehr schön. Und wir könnten hier auch noch locker anbauen. Das würde ich auch direkt mal machen. Ich denke mal, dass die 3-für-2-Taktik auch hier zählt. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten, dass das jetzt nichts mit dem Modpack irgendwie an sich zu tun hat, dass das nicht gehen sollte oder so. Keine Ahnung. Würde ich jetzt mal so sagen. So. Wir müssen Fläschchen bauen. Wir müssten die am besten automatisieren. Das könnten wir doch eigentlich mal so eine kleine Automatisierung hier hinklatschen, oder? Das wird allerdings schwierig. Wir müssten die Dinger automatisieren. Das können wir machen, ohne Probleme. Wir können uns ja hier einfach das Eisen rausnehmen, ja? Das ist ja überhaupt gar kein Thema. Aber warte mal, der Knicki sollte hier hin, ne? Wir wollen ja noch mehr Eisen bauen. Ah ja. Und was wir auch machen müssen, wir müssen uns Stein herstellen. Indem wir einfach eine Maschine nehmen, dort eine Kiste haben. In der Maschine stellen wir dann, wo war das denn?
Stein her. In diese Kiste kommt das ganze Crushed Stone-Zeugs rein. Und dann packen wir das wieder in eine Kiste. Und wir müssten jetzt rein theoretisch hier ja, Stein an Start kriegen. Ich brauche unbedingt schnelle Knickis. Ich hasse langsame Knickis, ja. Das ist so ätzend. Aber ich brauche noch mehr Fläschchen. Ich brauche echt mehr Fläschchen. So. Und hier können wir uns das Eisen rausholen. Bam. Dann haben wir hier ein Fließband mit Eisen. Und aus diesem Fließband können wir die Teile machen. Und die Teile brauchen wir Kupfer für. Kupfer können wir uns auch hier rausholen. Kupfer können wir uns hier rausholen. So. Da können wir uns dann... ach nee, da brauchen wir noch Holz für. Resin. So Platten brauchen wir dafür. Wo können wir die denn herstellen? Hier. Holzplatten. Ah, okay. Warte, dann müssen wir das noch so machen. Dass wir hier noch einen Knicki hinmachen. Der uns hier Holzplatten hinstellt. Und hier müssen wir einfach per Hand Holz reinbringen. Der hat keine Kohle mehr. So, wenn ich jetzt hier Holz reinlege, müsste der eigentlich das Zeug machen, oder? Ja. Macht er. Sehr gut. Das heißt, der hier könnte jetzt rein theoretisch die Teile hier herstellen und hier drauflegen. Richtig? Müsste doch funktionieren. Kann man Alt drücken, dann sehen wir auch, was hier abgeht. Ah, diese langsam Knickis. Ich mag sie nicht, aber wir haben leider noch nichts anderes, weil die Forschung einfach ewig lange dauert. Wie sieht denn das stromtechnisch aus, wenn die Forschung an ist? Bescheiden, hä? Würde ich mal sagen. Hart an der Grenze. Hart an der Grenze. Wir kriegen aber hier schon automatisch Stein. Das ist schon mal eine Menge wert, würde ich sagen. Ach was, der hat hier kein Feld mehr. Das ist ja krass. Alles leer. Heftiger Typ. Wir können das ja mal abbauen hier. Wir brauchen das hier nicht. Wir können das eventuell hier drüber laufen lassen. Wobei der ja auch eigentlich ohne Probleme alleine funktioniert, ne? Eisentechnisch haben wir ja da jetzt erstmal genug. Zumindest für das, was wir hier gerade veranstalten. So, ich wollte aber hier eigentlich automatisch Fläschchen herstellen. Also die Elektromagnetenspulen haben wir schon. Jetzt brauchen wir nur noch die Magnetenkerne. Die wir hierhin, hier, wir brauchen mal so ein paar Fließbänder. Und noch ein paar Fläschchen. Geht nichts in der Fläschchen. Reicht eigentlich, wenn eine Maschine läuft hier, ein Labor, weil so viel Fläschchen haben wir sowieso nicht. Naja, wie es halt so ist, ne? Kann ich eigentlich schon Lampen bauen? Ist so dunkel hier. Ach ne, Lampen muss man auch forschen, ne? Ja, hier, Optik, ja, ja. Die Forschung wurde auch gepimpt, ja? Das sind die gleichen Werte, aber jedes Mal zwei, ja? Das wurde verdoppelt. Das wurde einfach mal verdoppelt. Das ist krass. Das ist richtig krass. Übel. Richtig übel. So, wir können das hier abholen. Das müssen wir noch per Hand machen, weil ich habe noch nichts, was das sortieren kann. Leider. Vielleicht kommt's in dieser Folge. Wenn das überhaupt so ein Gerät ist, ich habe gar keinen Plan. Ich weiß nicht mal, was... Achso, ich wollte meinen Strom anbauen, ne? Habe ich auch wieder groß erzählt und nicht gemacht, ja? Typisch. Typisch. Eigentlich wäre es cool, wenn ich das alles eins nach hinten setzen würde, ne? Ah, komm, jetzt ist erstmal egal, ja? Passt schon. Das passt schon. So. Seid ihr auch angeschlossen, dann kann ich da nämlich noch die zwei Dinger hinterhängen. So. Den Ströme. Huch. So, jetzt haben wir wieder Kapazität ohne Ende. Sehr, sehr schön. Wir könnten übrigens noch mal eine Maschine bauen hier. So, jetzt wollte ich das da hochlegen. Die Eisenplatten. Wo muss ich denn hin?
Aber warte mal, ich baue das hier. Ich baue jetzt hier die, ich baue erstmal Knickis. Es kommen noch so viele Fläschchen. Naja, egal. Hier mache ich auf jeden Fall die Elektromagnetenkerne, die ich dann zusammen mit dem Kupfer hier zu Fläschchen bauen kann. Richtig? Das heißt, wir könnten hier unsere ersten Fläschchen herstellen. Wenn ich noch, wie viele Dinge habe ich gebaut? Nur ein einziges. Wir brauchen viele Fläschchen. Wir brauchen mehr Fläschchen, als man denkt. Ey, wie viel baut der denn davon? Ah, ich habe kein Holz mehr. Shit. Kupfer wird auch, das muss ich auch mal so halb automatisieren da drüben, dass das irgendwie funktioniert. Ich weiß zwar noch nicht genau wie und ob das eine sinnvolle Automatik ist, die ich da gebaut habe. Ich bezweifle es zwar, aber naja, okay. Wir haben übrigens 0 Uhr und eine Helligkeit von 14%. Ich finde es cool, dass die Spielzeit angezeigt wird. Apropos Spielzeit, ne? Für die, die es interessiert, es wurde mal gesagt, dass die Hardcore-Folgen über 24 Stunden sind. Ich habe mal nachgeschaut vorhin aus Langeweile. Das sind sogar 35 Stunden, ja. Es sind insgesamt 35 Stunden Spielzeit. Es sind irgendwas mit an die 60 Gigabyte Videomaterial. Sind 35 Scheißstunden, die ich durchgucken müsste, um ein halbwegs gescheites Best-of zusammenzubauen. Was, ja, so ziemlich ein ganzes Wochenende fressen würde, würde ich mal behaupten. Schätze ich mal so, keine Ahnung, ob es stimmt. Ach ja, mal schauen, mal schauen. Ich bin mir noch nicht so sicher, ja. Bin da noch ein bisschen unschlüssig, was das angeht. So, wir haben übrigens Knickis, das ist schon mal sehr gut. So, dann können die jetzt eigentlich hier bauen, oder? So, und jetzt kann ich hier. Ohne Probleme rote Fläschchen herstellen. Richtig? Richtig. Cool. Wir haben also die Forschung schon mal automatisiert. Das ist schon mal sehr gut. Und apropos Forschung, hier müssen Fläschchen rein. Wir haben zumindest einen Teil der Forschung schon mal automatisiert. Ja, das ist noch lange nicht alles. So, von hier brauchen wir Saft. Dann müsstet ihr doch eigentlich hier das jetzt herstellen können, oder? Eine Maschine reicht hier gar nicht, fällt mir gerade auf. Das heißt, wir müssen hier noch eine zweite hinbauen. Oder ist einfach nur der hier zu langsam? Ne, der ist nicht zu langsam, der Knicki. Weil das läuft durchgehend hier. Das ist einfach so schnell. Mehr geht nicht. Aber ich denke mal, mit zweien kommen wir schon klar, weil die Forschungspakete, die brauchen schon eine Zeit. Okay, die Forschung ist übrigens fertig. Jetzt will ich direkt mal gucken, was wir hier haben. Okay, wir haben also hier jede Menge Krempel dabei gekriegt. Saphir Ore Crushed, Yulit Crushed. Warte mal. Ah, warte mal. Ah, nee. Ah, wir müssen Ziegelsteine machen. Okay, warte mal. Das können wir eigentlich easy machen, ne? Wir müssten ja nur hier einen Schmelzofen dran setzen, der sich das Stein hier, der sich das Stein knallt hier. Und der kann doch eigentlich ohne größeren Aufwand Ziegelsteine herstellen. Jawohl. Perfekt. Sieht das hier aus? Okay, sieht das aus. Eisentechnisch sieht das auch okay aus. Warum arbeitet der nicht? Ah, da ist nichts drin. Okay. Dafür ist hier zu viel drin. Kann ich nicht verstehen. Das läuft alles nicht so, wie ich das möchte. So, jetzt will ich mal gucken, wo wir die schnellen Knickis kriegen, weil die lahmen Knickis, die machen mich echt fertig. Hier kriegen wir das. Warte mal, was war das denn hier?
Ah, da können wir direkt die Filter-Inserter bauen. Ah ja, okay, cool. Also ich glaube erstmal schnelle Knickis und dann filternde Knickis. Das ist, glaube ich, ein Plan. Und ich würde die Forschung eventuell schon mal so bauen, dass die automatisch funktioniert. Dass wir uns da nicht mehr großartig mit auseinandersetzen müssen. Ich würde das eventuell ein bisschen höher bauen, dass wir hier noch anbauen können. Weil ihr wisst ja, wie das ist, ne? Gehen wir da jetzt eigentlich Stein oder Quaschetstein? Quaschetstone. Was? Red Geode, Blue. Was? Was ist das denn? Light Green Geode. Ach du Scheiße. Alter. Was können wir damit denn machen? Ja, lol. Alter, was ist das denn? Brauchen wir ein bisschen Muni, falls die Aliens kommen. Warte mal, Geoden kann man doch eigentlich aufmachen, oder? Wie kann man den öffnen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So, hier machen wir erstmal Forschung hin. Dass die schon mal läuft. Dass wir da safe sind. Okay, vielleicht noch so ein paar Montagemaschinen mehr. Ja, so 3, 4, 10 Stück. So, warte mal, das können wir dann auch noch oben bauen. Hier hinbauen. So, und jetzt müssten wir rein theoretisch, forschungstechnisch komplett automatisch laufen. Ja. Ich denke doch. Ich denke doch. Vielleicht noch so ein Labor. Oder zwei. Ein paar auf jeden Fall. Wie sieht das Holz denn? Wie schnell geht denn? Ich habe, glaube ich, 100 Holz reingelegt, ne? Es sind jetzt schon 50 Holz weg. Also holztechnisch brauchen wir da ganz schön viel, ja, muss ich sagen. Da bin ich mal gespannt, wie wir da so dran kommen. Und ich würde sagen, das wäre es auch gewesen mit der zweiten Folge hier. Wir haben hier ordentlich was gerissen. Wir haben die Forschung automatisiert, was sehr, sehr cool ist. Und werden da jetzt noch ein bisschen anbauen. Aber ich kann das nicht. Ich kann nicht einfach aufhören hier. Das ist. Blick's nicht. Dann sehe ich was, was ich bauen kann und dann zack, wird's gebaut. Und ich will gerade echt aufhören, aber ich schaffe es nicht. Ich kann es nicht mit mir vereinbaren, hier jetzt einfach aufzuhören. Das musste ich gerade noch bauen. So, okay. Jeder, der Factorio spielt, kennt das Problem, dass man nicht aufhören kann, wenn man was Neues hat. Und, oh, warte mal, die Kohle. Die Kohle, kackt die ab? Weiß nicht, aber die Forschung ist fertig. Wir wollten das hier forschen, ne? Ja. Das kommt als nächstes. So, Freunde, dann würde ich sagen, wäre es das gewesen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und ja, dann würde ich sagen, macht's gut, haut rein. Tschüss.